Einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag oder Abend, wann auch immer ihr hier gerade einschaltet, denn wir sind beim letzten Part der Nuzlocke angekommen. Wahrscheinlich, wie ihr den letzten Part schon mitgenommen habt. Und wir haben das Team nochmal ausgetauscht. Ich war mir mit Doom HD und Zero Kasma nicht so glücklich. Und das Team ab, seht ihr jetzt. Wir haben Barish mit reingeholt, haben Barish entwickelt. Das sind die Stats von Barish. Flugboden, KP 215, Angriff 169, Verteidigung 101, Spezangriff 178, Spezverteidigung 52 und eine Init von 43. Mit den Attacken Aeroas, Feuerfeger, Ruckzuckhieb, Feuerwirbel. Und wir haben Danielson noch eingeholt, wer sich noch dran erinnern kann, in der... Ach, wie hieß diese Höhle? Auf jeden Fall in Tschernobyl. Da kam es auf Level 31 zu uns geflogen, wie es hier auch steht. Ach, da steht sogar, Urzeithöhle. Ja. Ist Typ Unlicht. Hat auch relativ stabile KP, guten Angriff. Normale Stats so für einen Dragoran. Slam, Flügelschlag, Drachenwut und Drachenklaue. Dazu trägt es das Item Drachenzahn, was ein paar Attacken verstärkt vom Typ Drache. Ich würde sagen, wir gehen mit Danielson auch an die vorderste Front. Ein paar Items haben wir, glaube ich. Genau, Top-Tränke haben wir 10, Hypertränke haben wir 21. Ein Äther wäre eigentlich nochmal gar nicht schlecht. Ich glaube, ich hole nochmal einen Äther, weil hier hat er irgendwie keine. Top-Trank, Top-Genesung, Heiler, Top-Schutz, Top-Schutz. Ja, auf jeden Fall sollten wir uns wohl ein paar Äther mitnehmen. So, wieder zurück. Es gab leider gar kein Äther. Und irgendwie kann man Sven überhaupt nur finden. Mir ist ein bisschen mulmig. Ich hoffe, dass 55 reicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. In die gute Liga. Auf geht's, ab geht's. Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich. Von den Top 4. Ich mag deinen Herausforderungsblick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut. Das sieht gut aus. Schön. Dann lass uns beide einen Kampf erleben, wie man ihn nur in der Pokémon-Liga erleben kann. Let's go. Bin sehr gespannt. Er hat 5 Pokémon. Chanera. Danielson. Versuchen wir Slam. Oh, Slam ist sehr gut. Geil. Machen wir weiter mit Slam. Komm, weg. Nice. Das war schon mal das erste Pokémon. Sehr schön. Kann gern so weitergehen. Karpilz. Karpilz wird uns bestimmt vergiften. Wir lassen Danielson trotzdem drin. Wir versuchen mal die Drachenklaue. War okay. Konter schlug viel. Nochmal die Drachenklaue. Reicht sie aus? Nein. Schade. Gegner zielt auf Danielson. Dann machen wir nochmal Flügelschlag. Oh Gott, Top-Genesung. Wer hätte das erwartet? Okay, dann probieren wir gleich nochmal Slam. Das war sehr effektiv. Nice. Okay, wir bleiben auf Flügelschlag. Das war's mit Karpilz. Nächstes wird Jungglut reingeholt. Wir holen einfach mal, just for fun, wir holen einfach mal Andy rein. Wenn Jungglut das... Ach, pack. Jungglut war, glaube ich, Flug... Oder unser Logok war Flugboden. Wir versuchen trotzdem mal Surfer.
sehr effektiv. Andy ist aber auch ein Gott. Puh. Aber noch nicht zu früh, Freunde. Das ist erst der erste Top 4 Trainer. Tentacher. Nein, ich bin dumm. Ich hätte lesen müssen. Ei. Ja, ist die Frage. Was ist jetzt Tentacher? Wir versuchen Biss. Das ist sehr gut. Komm. Andy, zweimal noch. Let's go. Ach, ein Tara kann sich seinen Blubstrahl sonst wohin blubbern. Andy ist voll auf Bulk. Let's go. Ein Pokémon haben wir noch. Welcher ist es? Oder welches ist es? Nach Tara. Ja, mal Levi reinholen. Nach Tara gegen Psyana. Let's go. Und dann gehen wir rein mit Psychokinese. Sehr effektiv. Kreideschrei. Okay. Kann man eigentlich nicht gegen sagen. Er versucht haben, unsere Death runterzukriegen. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder hier Top-Genesung oder Top-Kran... gar nichts! Volltreffer! Perfekt! Levi nicht ein KP verloren. MVP! Ich habe verloren! Ich, Ulrich, von den Top 4! Macht nichts, es war lustig. Wir gewinnen 4.900 Poké-Dollar. Nun, hör dir an, was dieser Verlierer zu sagen hat. Du bist bestens ausgerüstet. Daher solltest du nun in den nächsten Raum gehen zum nächsten Kampf. Let's go! Wir heilen uns aber vorher... Übertrank. Ja, nur Andy hat ein bisschen Leben verloren. Daniel Sun nicht einmal. Wir lassen Leaden weiter mit Daniel Sun. Der ist beim ersten Trainer sehr stabil durchgelaufen. Das fand ich sehr gut. Ahahaha, ich bin Antonia von der Top 4. Ich habe am Pyroberg trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeit erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Band zwischen mir und den Pokémon sehr stark. Komm und schau, ob du irgendwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Magnetilo. Slam? Ja, war jetzt nicht so geil. Aber doch, klar. Finde ich effektiv. Absolut gut. Zielschuss, ja. Das heißt, er trifft wahrscheinlich Volltreffer in der nächsten Runde. Bis dann machen wir nochmal Slam und dann... Nein, geht daneben. Schrei. Ich spule einmal vor. Oder auch nicht. So, slam ihn jetzt weg. Oh, Junge, warum geht denn das daneben? Dann gehen wir halt einfach auf Drachenklaue. Die trifft wenigstens. Sogar sehr effektiv. Und Volltreffer. Leta King. Der ist auch verdammt tanky. Wir lassen Daniel Sun drin. Drachenklaue. Ist jetzt nicht so krass. Na, unser Angriff steigt. Aber wir sind verwirrt. Slam. Komm schon. Perfekt. Slam macht schon deutlich mehr Schaden. So, komm, nochmal. Zieh durch, Daniel. Easy. Jetzt läuft er wie geschmiert hier. Omod. Wir holen mal ein Nexus rein. Wir müssen ja auch mal ein bisschen variieren hier. Können wir nicht immer nur mit Daniel Sun hier durchlaufen. Auch wenn es gerade so gut klappt und ich bestimmt Angst habe, irgendwen zu verlieren. Nichtsdestotrotz, Feuersturm.
Omat hat eine höhere Inni. Okay. Macht einmal gar nichts. Andy. Wir haben es versucht mit Nexus. Wir haben es versucht. Schlafpuder, Beste. Danke dafür. Aber das ist kein Problem, weil wir haben ja die blaue Flöte. Andy ist aufgewacht. Ja, Windstoß juckt uns halt gar nicht. So will ich das sehen, Andy. Perfekt. Brave Schnecke. Geil, geil, geil. Vibini. Ach, was soll's, wir lassen Andy drin. Versuchen mal Biss. Dafür, dass es nicht sehr effektiv war, hat es trotzdem genug Schaden gemacht. Wie vorhin auch schon. Dann bleiben wir weiter auf Biss. So macht er zumindest keine Top-Genesung. Oder sie. Wenn wir denn treffen, durch das Doppelteam. Naja, Fluchtwert. Let's go. Natürlich treffen wir nicht. Egal, wir machen es nochmal. Schwabini setzt Aeroas. Andy setzt Biss ein. Attacke geht daneben. Biss hat getroffen. Draschel. Ja. Ich schwöre die Drachenklinge. Auch wenn Draschel wahrscheinlich nicht mal Typ Drache sein wird. Dragonclaw. Blutschild. Ich spule wieder vor. Let's go. Das macht ja gar nichts. Grimasse. Okay, wir versuchen Slam. Nein, nicht Drachenwut. Oh, ich hab mich verklickt. Wieder Grimasse, ist auch okay. Innet schrumpft. Nochmal Slam. Schutzschild, ja. Nochmal Slam. Attacke gegen daneben. Immer noch Schutzschild. Junge, wie kann dieses Pokémon mich so aufregen? Feuer Odem. Interessiert uns nicht. Slam. Auch nicht so krass. Oh. Versuchen wir mal Flügelschlag. Ja, ja, Feuer Odem, wir wissen's. Das sieht doch schon besser aus. Volltreffer. Jetzt kommt Top-Genesung. Ja, wir kennen das Spielchen. Nochmal Flügelschlag. Nochmal Flügelschlag. Wir haben den zweiten Top-Trainer besiegt. Sehr cool. Das waren zwischen dir und dein Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das habe ich gar nicht bemerkt. Da konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit dieses Band euch bringt. Geh und betritt den nächsten Raum. Ja, aber freilich. Übertrank. Einmal Andy ein bisschen voll heulen hier, dann gehen wir nach Danielson. Ja, Nexus braucht nichts. Aber ich möchte tatsächlich den nächsten Kampf mal mit Levi leaden. Weil wir mit Danielson jetzt schon recht viele AP verbrezelt haben. Wir schauen einfach mal. Das ist ein NPC, den habe ich gar nicht mehr im Kopf. Willkommen, mein Name ist Rosina. Von den Top 4. Ich bin von weit her nach Höhen gereist, um meine eisigen Talente zu trainieren. Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht es mit dir aus? Es würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Ach, die ist das, doch. Ja, jetzt erkenne ich den Sprite wieder. Die alte Schachtel. Dalos! Ja, ist immer das Ding, ne? Man weiß halt nie, was effektiv ist. Ja, ist schon nicht schlecht. Sandsturm tobt. Ivy wird von Sandsturm getroffen. Erzen. Lol, Stalos auch. Konfusion, Ziehstrahl. Ziehstrahl war, glaube ich, hier Mr. Verwirrung. Eisenschweif?
das tat ganz gut weh. Er macht ja eh gleich hier Top-Genesung, war klar. Konfusion. Warum verwirrst du dich? Ich will noch einmal Psychokinese machen. Den Eisenschweif tankt Levi auf jeden Fall. Nice! Ja, ich weiß. Levi geht jetzt auch raus. Boah, gleich das erste Kack-Pokémon von dem, was weiß ich, dritten Top-Trainer und Levi wird rot. Wir gehen rein mit Sören. Auch Eisen. Sehr. Boah. Sören ist tanky as fuck. Wir machen Egelsam. Egelsam trifft. Egelsam zieht Leben ab. Perfekt. Rasierblatt. Ein Sandsturm kommt auf. Wir machen Rasierblatt. Yes, sir. Sörn erhält, Levi erhält, Stolrak. Ne, wir bleiben drinne. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt immer noch der Sandsturm tobt. Egelsam. Stolrak ist ausgewichen. Der Sandsturm tobt. Nochmal Egelsam. Eisenschweif. Oh Gott, no! Uff! Das war richtig close. Ich wusste gar nicht, dass das Vieh jetzt auch Eisenschweif. Oh komm, bitte kein 20. 10 ist okay. Komm, halt das durch. Oh! Oh, Egelsam! Das war so close, Alter! Eieieiei. Ja, wen holen wir raus? Andy? Fuck my life! Big Uff! Eieiei. Ja, ist nicht mehr effektiv. Perfekt. So. Ah, Andy profitiert von den Egelsamen. Perfekt. Wir gehen auf Kaskade. Ach, Schutzschild. Man kennt das. Ja, blub, blub. Komm, Kaskade. Ist nicht sehr effektiv. Dein Schutzschild kannst du sonst wo hinstecken. Egelsam. Perfekt. Sören hat eine super Vorarbeit geleistet. Karpilz. Karpilz hatten wir schon mal, das ist okay. Da gehen wir einfach mal auf den Surfer. So will ich das sehen. Dann machen wir nun nochmal Surfer. Und müsste eigentlich auf 0 bringen. Rein theoretisch. Da, ah, nicht ganz. Egal. Kein Top-Trank? Was war da denn los? Hey, Andy's Level Up. Hupita. Nee, wir lassen Andy drin. Notfalls gehen wir mal auf Taucher. Müssen auch die an. Ah, Steinhagel. Uiuiuiui. Zum Glück ist Andy so bulky. Oh, Taucher war sehr lecker. Auch wenn er eine Zitrusbeere hat, das interessiert uns. Ja, doch, gut. Steinhagel, wir machen nochmal Taucher. Okay, Andy ist zurückgeschreckt. Dann nehmen wir ihn raus. Steinhagel, das heißt, Nexus ist Stahl. Wir versuchen es einfach mal. Sehr gut. Volltreffer und hat easy getankt. Wir machen Flambo. Nice. So will ich das sehen. Fukano. Boah, dann müssten wir Nexus save. Nein! Fuck! Ich verdrück mich hier die ganze Zeit. Ah. Fuck. Ja, Bedroher, kannst du ja sonst wohin mogeln.
Raus mit Nexus, sonst ist er gleich Matsch. Barisch war Bodenflug. Feuer ist aber auch mal 2 Schaden gegen Flug. Ne, Flugboden. Wir holen Daniel-san rein. Ja, deine Agilität kannst du sonst wohin schmieren. Dragon Claw. Flammwurf. Volltreffer. Ja, und verbrannt auch noch. Das schmeckt. Unsere Drachenklaue macht gar nichts. Eieiei. Hatte ich nicht irgendwo einen Feuerheiler? Scheiß drauf, ich habe aber einen Hyperheiler. Nochmal Flammenwurf. Es ist Zeit für den ersten Top-Trank. Ich hätte nicht gedacht, dass er so früh kommt. Aber die Kämpfe werden gerade sehr spannend. So, wieder mal Flammenwurf, ist klar. Wieder ein Volltreffer. Wir gehen auf Slam. Nochmal ein Flammenwurf. Alter, der müsste dich damagen des Todes. Jetzt stirb. Let's go. Jawohl. Das war der dritte Top-Trainer. Und deine Pokémon und euer Zusammenhalt verbrennt alles. Diese Hitze besiegt jeden. Kein Wunder, dass mein eisiges Talent dahin schmilzt und dir nichts schadet. Ich fand das schon sehr knapp. Und dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. Ja, meinetwegen. Aber... Uff. Erstmal heilen. Hypertrank. Wenn ich mir die Stats so angucke. Uiuiuiuiui. Ah, schön ist anders. Also zwar kein bisschen zu übertrieben auf 55 zu leveln. Ich meine, gut, das spielt natürlich auch immer in die Karten mit hinein. Was für Stats haben die Pokémon jetzt genau? Welche Attribute haben sie? Was für Attacken haben sie? Können wir uns merken, was für Typen unsere Pokémon sind? Und. Na? Ui. So, das ist der vierte von den Top 4. Dann kommt dann noch der Boss. Bis jetzt läuft ganz gut. Ich bin gehypt. Aber ich hole mir noch einen Kaffee. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wieder da. Ja. Wir lieben wieder mit, Wir lieben wieder mit Levi. Ich bin der letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga. Dragan, der Drachenmeister. Von Natur aus sind Pokémon wild. Sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was es bedeutet, mit Pokémon als gleichgewichtigen Partner zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. Ich hoffe nicht. Einer steht uns ja noch bevor, nachdem. Big Uff. 5 Pokémon, wie immer. Voltoball. Let's go, Levi. Psychokinese. Oh, die In-Hit von Levi ist bombastisch. Volltreffer, perfekt. Kann er sich sein Lichtschild sonst wo hinschieben? Dann benutzt er bestimmt gleich Top-Genesung oder so Müll. Genau. Let's go, bis zur Hälfte. What? Ziehstrahl. Vielleicht kriegen wir es ja noch verwirrt. Schlug fehl. Was macht Sternschauer eigentlich? Oh, ist auch okay. Konfusion. Explosion! Nice! Es hat. Stimmt, wir sind der Typ Geist. Es hat keine Wirkung. Beste Leben. Mogelbaum. Wir bleiben drin.
Lichtschild lässt nach. Perfekt. Aber ich würde mir Psychokinese schon gerne aufsparen. Steinhagel. Ei. Ja, okay, war ein Volltreffer. Nice, das ist verwirrt. Perfekt. Let's go, komm. Na, perfekt. Weiter so. Komm, verwirr dich nochmal. Nein! Rückenzug? Können nicht mehr fliehen. Ja, okay. Tauschen geht er trotzdem wahrscheinlich. So, jetzt verletze ich nochmal. Gönn dir. Ach, come on. Oh, letzter Ziehstrahl. Dann ist Mogelbaum auch weg. Perfekt. Morabel. Morabel kann Wasser und Boden attacken. Das heißt, wir nehmen Andy auf jeden Fall nicht rein. Wir könnten tatsächlich Sörn mal versuchen. Egelsamen. Naja, setzt Schutzschild ein. Lehmbrühe. Ist okay. Let's go jetzt. Morabel ist ausgewichen. Schlug fehl. Morabel ist... Es hat keinen Sinn. Rasierblatt. Schutzschild. Rasierblatt. Lehmbrühe. Oh, wir können Enten Sören gleich rausnehmen. Alter, hier geht ja alles daneben. Mann. Nexus war Stahl. Wir probieren es einfach mal. No risk, no fun. Wieder Schutzschild, schlug fehl, perfekt. Smog. Boah, wieder Schutzschild. Nochmal Smog, wieder Schutzschild. Nochmal Smog. Meine Fresse, ey. Instant vergiftet, perfekt. Lehmbrühe. Oh! Ja, dann holen wir Nexus mal raus, würde ich sagen. Daniel Thun. Erdbeben. Puh, ist okay. Taken wir. Drachenklaue. Das war die beste Idee überhaupt, Daniel Summit ins Kader zu nehmen. Ohne Mist. Hopspross. Lassen wir Daniel Summit drinne. Versuchen einfach mal den Flügelschlag. Sehr okay, sehr okay. Flügelschlag, again, let's go. Bam, das war sein Hauptspruch aus. Nilsson erreicht Level 56. Blackmon. Bleiben wir auch drinne. Flügelschlag. Let's go. Oh, Aussetzer. Flügelschlag wurde blockiert. Dann machen wir halt Drachenwut. Sollte auch gehen. Ja, ist jetzt nicht so krass, ne? Ja, diese Top-Genesung. Dennis ist nicht mehr blockiert. Perfekt. Weiter mit Flügelschlagen.
Na, komm mal, einmal noch. Perfekt. Das sollte es gewesen sein. Ach, ja. Das war Dragan. Die gebührt wahre Ehre, du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers und lernen, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen der Trainer und wachsen daran. Geh, geh weiter, der Champ erwartet dich. Puh. Sehr geil, bis jetzt noch nicht ein Pokémon verloren. Wobei das mit Nexus eben gerade schon sehr knapp war. Möchte ich meinen. Wir haben noch gut AP auf den besten Attacken drauf. Und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Und ich hoffe, es wird auch kein Pokémon sterben. Das wäre natürlich richtig geil, die Nuzlocke mal eben so durchzuballern. Oder die Top 4, ohne dass ein Pokémon stirbt. Ich bin gespannt. Letzter Kampf. Bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber den sollten wir auch noch packen. Egal wie. Auch wenn da jetzt Pokémon sind von wegen Level 59 oder so. Oder knapp 60. Wie gesagt, was ich im letzten Video meinte da. Ach, Vasili. Willkommen, Shiny. Dieser Zwischenfall in Xenoville. Das war hervorragende Arbeit, wie du die Krise dort beendet hast. Ups. Es wäre aber nicht fair zu behaupten, du hättest allein für die Ordnung gesorgt. Du hast die Situation gemeistert, weil du mit deinem Pokémon zusammengearbeitet hast. Wir Trainer ziehen Pokémon auf, indem wir ihnen Items geben und neue Techniken für den Kampf beibringen. Und auch wir lernen viel von den Pokémon. Dann wird deine Leistung mit den anderen Trainern verglichen. Nun ja, wer kam am elegantesten in ganz Höhen mit seinem Pokémon tanzen? Zeig es mir, hier und jetzt. Let's go, letzter Fight. Komm, das packen wir. Bin da guter Dinge. Hariyama. Oh, gleich so ein Bulky 4 am Anfang. Gar kein Bock drauf. Psychokinese. Oh, aber auch Trommel. Oh. Aber rein theoretisch kann er seine Bauchtrommel doch wegschmeißen, weil wir sind ja Typ Geist. Kampfattacken bringen, machen uns doch gar nichts, oder? Ich hoffe. Naja, gar nichts. Ausdauer. Okay, er boostet sich extrem. Das heißt, wenn wir einen Hit fressen sollten, egal wodurch, dann war es das, glaube ich. Er boostet sich weiter. Ich vertraue einfach drauf, dass er uns nicht trifft. Nochmal Ausdauer. Schlug fehl. Jetzt kommt die Psychokinese, muss richtig reinknöllern jetzt. Perfekt. Victory. Können uns Bodenattacken treffen? Eigentlich ja, ne? Versuchen es einfach. Konfusion. Auch sehr effektiv, sehr gut. Erdbeben. Macht zum Glück nicht so viel. Das läuft. Das ist sehr effektiv. Geht es ins Erdbeben? Ja, komm, du kannst um dein Leben erdbeben. Das interessiert uns nicht. So, da das ganz gut Damage macht. Wenn er nicht heilt, müsste Psychokinese jetzt eigentlich ausreichen. Yes, sir! Levi erreicht Level 56. Perfekt. Minun. Wisst ihr was? Wir gönnen Barisch jetzt endlich mal seinen Auftritt im allerletzten Kampf. Sonst hätte das gar keinen Sinn gemacht, ihn zu trainieren, weil er nicht einmal draußen war. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht gleich stirbt, wie Kiddo. Wir versuchen Aeroas. Ladevorgang.
Okay, Aeoras bringt nicht wirklich viel. Feuerfeger, Feuerwirbel, Feuerfeger. Hat keine Wirkung auf Barisch. Perfekt, weil wir Typ Boden sind. Feuerfeger war auch nicht so viel. Dann bleiben wir. Ja, wir bleiben auf Feuerfeger. Ach, er heilt sich. Wir spulen mal wieder ein bisschen vor. Wupp. Da kann uns ja eh nicht angreifen. Und das war's mit Minon. Sehr gut. Drei Pokémon hat er noch. Lapras. Bodenflug. Sind Wasserattacken gut gegen Boden? Belassenbare Strinne. Aeroas. Ei, Regentanz. Boostet sich also. Andy können wir jetzt rein theoretisch nur noch reinholen. Ui, das hat echt Schaden gemacht. Krass. Wenn kein neues Wasser-Pokémon kommt. Hydro-Pumpe. Ah, fuck. Nein, Barisch ist down. Scheiße. Ah, ist das öde. Zum Glück ist das der letzte Kampf. Nexus müsste den Wasserattacken eigentlich standhalten. Es regnet weiter, auch wenn Hydro-Pumpe extrem krass geboostet ist. Es sollte aber nicht sehr effektiv sein. Bitte? Ich wollte gerade sagen, mach keinen Scheiß jetzt, Alter. Ich bin Typ Stahl. No, das macht gar nichts. Und es ist nicht mal vergiftet. Big Off. Eine Zitrobeere. Dann müssen wir Sören reinholen. Sören ist ja Typ Pflanze normal. Hydropumpe, ja, ja, ich weiß. Es regnet weiter. Wir gehen instant auf Rasierblatt, gucken, ob es trifft. Nice. Ist auf jeden Fall okay. Trifft Egelsam. Hydropumpe. Egelsam trifft, perfekt. Jetzt können wir in Ruhe weiterkämpfen. So will ich das sehen. Uiuiui. Rasierblatt. Oh, Kopfgenesung, dein Ernst? Rasierblatt. Regentanz. Komm on. Dein Bodyguard kannst du sonst wohin schieben. Rasierblatt. Töte es. Ui. Das Lapras war bis jetzt am übelsten. Hundemon. Hundemon kann Feuerattacken. Wir müssen Sören rausnehmen. Eieieiei. Hier mit Andy rein. Zwei Pokémon noch. Der Regen ist noch da, das heißt, Andys Surfer ist noch geboostet. Das ist sehr gut. Biss macht uns gar nichts. Schrecken wir zurück? Machen wir nicht. Perfekt. Balltreffer. Sehr schön. Come on. Let's go, Surfer. Perfekt. Was? Ah, come on. Alter. Diese Top-Genesung regt anders auf. So, nochmal Biss. Hundemann setzt Flammenwurf ein. Interessiert uns nicht. Nochmal Biss. Abfahrt jetzt. Komm. Sehr schön. Puh. Nach Tara. Ja, ist Levi noch fit? Ja, Levi sollte das noch packen. Selbes Matchup wie eben gerade. Da haben wir, glaube ich, Psychokinese rausgehauen. Sehr effektiv.
Spezialverteidigung von Aktara sinkt. Benutzt Finte. Achso, heute hat bei Levi ja gar nichts gemacht. Gar nichts. Komm, es werden weiter Psychoattacken. Levi packt das. Mondschein interessiert uns nicht. Oh, come on. Machen wir halt Ziehstrahl weiter. Let's go. Setz Finte ein. Nochmal Ziehstrahl. Und Mondschein. Ja, ich wollte gerade sagen, der letzte Ziehstrahl kommt. Leider noch nicht. Nochmal Mondschein. Alter, willst du mich jetzt verarschen hier oder was? Ui, sehr effektiv. Damit hat Levi den letzten Kill gemacht. Für die Top 4, für den Champion. Und die Nuzlocke ist damit bestanden. Wir haben es geschafft. Die Pokémon, die du in den Kampf geschickt hast, manchmal wirbeln sie ein wenig Frühlingsbrise und dann wieder schlugen sie wie ein Blitz. Du hast deine Pokémon mit leichter, aber sicherer Eleganz geführt. Du hast mich mit einer meisterhaften Verzauberung bla bla bla. Du hast den rumgereichten Gipfel der Pokémon-Liga erreicht. Für die ganze Höhenregion rufe ich dich hiermit. Unser Rivale. Shiny, möchtest du nicht ein paar Tipps, bevor du den Champ herausforderst? Shiny, willst du mir etwas sagen? Du hast den Champ besiegt? Oh, hier. Professor Birke, siehst du, was ich dir gesagt habe, Briggs? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen machen um Shiny. Shiny, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Lüdenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber du hast sogar den Champ geworden bist. Naja. Was ist mit deinem Pokédex geworden? Lass mich mal sehen. Oh, bitte nicht. Da ist ja gar nichts drin. Oh, du hast 177 Pokémon gesehen und 11 Pokémon gefangen. Geht's denn dazu? So langsam kommst du den Bogen raus, aber es wird immer schwieriger werden. Auf nationaler Ebene hast du 346 Pokémon gesehen und 28 Pokémon gefangen. Also, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Vasili. Nein, lass es mich richtig ausdrücken. Neuer Champ, komm mit mir. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die den Champ geworden sind. Warte bitte draußen mit dem Professor. Na, wenn ich die Regeln so bestimme. Shiny, das ist dein Tag. Herzlichen Glückwunsch. Let's go. Dieser Raum, blabliblob, ja, Ruhmeshalle, wir kennen das alles. Wir kennen das alle. Gar kein Problem. Ja, Barisch hätte eigentlich gar nicht mehr mit drauf sein dürfen. Barisch ist ja gestorben. Alter, da setzt man ihn einmal ein und dann sowas. Er hat schon geschrieben, ja, Bruder. Es ist, wie es ist. Aber jede Hoffnung steigt in mich, aber am Ende verkacke ich doch. Hat er recht gehabt. Hat er am Ende verkackt. Aber nichtsdestotrotz, unsere Stammkader hat ja überlebt. Sei es Levi, Nexus, Sören, Andy oder der gute Daniel-san, der uns sehr, sehr gut gecarried hat. Also MVP waren ganz klar Daniel-san und Levi. Ohne die beiden wäre das echt schwer geworden. Aber naja, es ist, wie es ist. Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch, in nur 73 Stunden. Eieiei. So, da sind die Credits. Damit hat dieses Projekt sein Ende gefunden. Ja, ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. War schon lange dabei. Die ein oder andere Stunde drinnen versenkt. Ja, bin aber froh, dass es jetzt ein Ende gefunden hat. Jetzt kann man sich auf neue Projekte stürzen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann lasst doch mal ein bisschen Inspiration eventuell in die Kommentare fließen. Was ihr eventuell gerne sehen würdet oder was man machen könnte, worauf ihr Lust hättet. Auf jeden Fall ist damit das Projekt zu Ende. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die dabei geblieben sind. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.